Also, warum gehört der Islam zu Deutschland? Was tut der Islam dem Land Gutes? Der Islam gehört zu Deutschland einmal, weil 4 Millionen Menschen also dieser Religion angehören. Deswegen gehört er faktisch einfach zu Deutschland. Aber das Interessante war ja bei dieser Aussage vom Bundespräsidenten, der Islam gehört zu Deutschland, ging es ja in erster Linie erstmal bei seiner Aussage nicht um Migranten und das Migrantenproblem. Also ich glaube, das ist das, was die ganze Diskussion sehr, sehr schwierig macht. Und ich glaube auch, wenn wir die so weiterführen, nicht kontrollierbar macht. Also wenn man Islam und Migrationsproblematik in den gleichen Topf wirft, wird man nie eine klare Linie bekommen. Und man sieht es ja jetzt, dass nach dieser Aussage des Bundespräsidenten sich ganz viele Politiker positionieren. Ja, also in einer Art und Weise, die ist unerträglich teilweise, finde ich, wenn man sich also auch jetzt die christliche Partei, Vertreter anguckt. Ja, also der Bundespräsident sagt, der Islam gehört nach Deutschland. Herr Seehofer sagt, Muslime müssen raus, also ein bisschen überspitzt gesehen. Und die Frau Merkel lavriert in der Mitte und will keinem wehtun, aber sagt trotzdem, also sie ist auch dafür, dass da was passieren muss. Also wir müssen wirklich das Problem sehen, Islam und Migrationsproblematik kann man nicht zusammen sehen. Also der Islam ist eine Weltreligion, wie das eben also sehr schön gesagt wurde, und hat natürlich all das erlebt, wie wir das also hier auch in der neuen Spiegelgeschichte sehen, Krieg, Glaube und Kultur. Durch diese Phase ist das Christentum gegangen, das ist das Judentum gegangen, da ist der Hinduismus gegangen, der Buddhismus gegangen. Also ich kann die Menschen nicht jetzt dementsprechend auch beurteilen. Ja. Also ich würde im Moment empfehlen, diese Diskussion einfach etwas schärfer und nicht populistisch zu führen. Sonst kommen wir aus unserer Problematik nicht heraus, sondern wir geraten in eine viel größere Problematik. Da will ich später nochmal was dazu sagen. Wir kommen jetzt erstmal zu Herrn Ulf Kotte, der in der Leitung ist. Wir versuchen nochmal eine Verbindung aufzubauen. Herr Ulf Kotte, können Sie uns jetzt hören? Ich kann Sie hören, ja. Herr Ulf Kotte, einen schönen guten Abend. Gehört der Islam zu Deutschland? Was ist Ihre Meinung dazu? Menschen aus dem islamischen Kulturkreis gehören zu Deutschland. Ganz bestimmt sind uns hier auch sehr willkommen, aber der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil das Wenige, was ich eben gehört habe, wo immer gesagt wurde, der Islam ist eine große Religion auf dieser Welt. Sie haben vollkommen recht, aber der Islam ist eben nicht nur eine Religion, sondern auch eine Ideologie. Und dieser ideologische Teil, der passt nicht zu uns. Wir brauchen weder ein Wertesystem aus dem islamischen Kulturkreis. Wir brauchen diese Dinge nicht, die mit uns nicht kompatibel sind. Damit wir hier nicht rein theoretisch sprechen, sage ich Ihnen ganz schnell ein Beispiel. Denn gerade in der vergangenen Woche der Vorsitzende des obersten Islamrates in Großbritannien gesagt hat, es gibt für uns keine Vergewaltigung in der Ehe. Geht nicht, gibt's nicht. Dann muss ich sagen, das sind Dinge, das gilt ja nicht nur für Großbritannien, sondern überall in Europa. Wenn der Islam also sagt, laut der obersten Islamgelehrten, es gibt keine Vergewaltigung in der Ehe, dann muss ich sagen, das passt nicht zu uns. Dieser Islam gehört nicht zu uns, auch wenn das der friedfertige, gemäßigte Islam ist, tut mir schrecklich leid. Menschen aus dem islamischen Kulturkreis gehören zu uns, gehören auch nach Deutschland, aber selbst der normale Islam ist mit unseren Wertvorstellungen in weiten Teilen nicht kompatibel. Okay, Herr Kotte, erstmal vielen Dank. Lassen Sie uns das einmal diskutieren. Herr Süngsten, Sie schütteln den Kopf. Ja. Also ich schüttel deswegen den Kopf, weil ich bin selber Christ. Ich habe die Arbeitsgruppe der Christen in der FDP in der letzten Legislaturperiode gegründet. Und also wenn es um Christentum geht, da spricht Herr Seehofer nicht für mich. Mit Herrn Seehofer spreche ich über Christsein definitiv nicht. Ich verstehe, was vielleicht einige sagen wollen, wenn sie von ihrer Interpretation des Islam sprechen. Aber für mich steht ganz klar fest, dass wir jeder Mitbürger islamischen Glaubens in Deutschland auf dem Boden des Grundgesetzes und selbstverständlich alle deutschen Gesetze zu beachten hat. Ich kenne die Rechtsprechung in Großbritannien nicht, ich bin da eben nur Bundestagsabgeordneter, aber ganz klar, also diese Sorge kann ich dem Telefon zugeschalteten wirklich nehmen. In Deutschland wird es das nicht geben. In Deutschland wird ein Ehrenmord verfolgt. In Deutschland wird jede Form von Exzess von einigen Minderheiten, die es leider in jeder Religion gibt, auf das Schärfste verfolgt. Dafür würde ich mich jedenfalls immer einsetzen.
Und ich möchte mich da auch davor stellen, dass durch einige Extremisten, die es ja auch gibt, eine ganze Religion in Verruch gerät. Ja. Da müssen wir als Demokraten alle zusammenstehen. Herr Bergshauser, wie sieht das im Islam das wirklich Problem aus? Das Problem ist im Moment, dass es eben wirklich im Moment geht, dass eine Person sich Medienrückendeckung verschafft, also ein islamischer, in Anführungsstrichen, Gelehrter. Also ich bezeichne ihn nicht als Gelehrten. Und solche unsäglichen Behauptungen in die Welt stellt. Und natürlich wird er mit seiner Aussage, das ist das Problem, gefördert. Ja? Mhm. Diese Aussage wird natürlich in die Öffentlichkeit gestellt. Und ich kann Ihnen da so viele Beispiele geben, wo wirklich extreme Aussagen, die mit den Lehren des Islams nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Ja? Da ist im Moment auch die Medienlandschaft gefragt, also da ein wenig neutraler vorzugehen, wenn man etwas an der Situation verändern möchte, in der wir sind. Ja. Wenn die Medien natürlich nur nach Einschaltquoten und Verkaufszahlen arbeiten, wird man also nicht weiterkommen. Also als religiöser Vertreter muss ich einfach sagen, aus dieser Situation, wenn wir sie wirklich verbessern wollen, kommen wir nicht heraus, ohne auch moralische Werte in den Vordergrund zu stellen. Also gucken Sie nach England, gucken Sie nach Frankreich, dort läuft diese Diskussion schon länger. Ich meine, Sie haben dort wirklich eine Parallelgesellschaft. Sie haben dort nicht nur in den Großstädten, auch in den mittelgroßen Städten, haben Sie Communities, da leben 20.000, 30.000 Muslime unter sich. Die haben ihre eigenen Politiker, die wählen nicht mehr die lokalen Politiker. Also die wählen natürlich auch Politiker mit einem englischen Pass, aber das sind Mullahs mit langen Bärten. Da sitzen die Muslime schon in der Verwaltung drin und da herrschen teilweise unter Muslimen undemokratische Verhältnisse. Da werden Minderheiten ausgegrenzt. Und ich glaube, wir haben gute Chancen, ja, hier etwas anderes zu gestalten, dadurch, dass wir hier so viele Integrationsprojekte im Laufen hatten. Also fast jede kleine Stadt, jeder Bürgermeister schmückt sich mit seinem Integrationseifer, ja, und trägt ihn nach draußen. Und der wird jetzt durch so eine unsägliche Diskussion, die, meine ich, populistisch geführt wird, kaputt gemacht. Ja. Lassen Sie das kurz weitergeben an Frau Müller. Meinen Sie wirklich, so ein bisschen tappen Sie natürlich auch in die Falle, die eben ausgelegt worden ist, wenn ich das mal so drastisch sagen darf. Weil wenn wir uns auf der Ebene bewegen, die vielfältigen Einschätzungen, Interpretationen und Stellungnahmen, die es zu den unterschiedlichen Ansätzen, sage ich jetzt mal, im Islam gibt, wenn wir uns auf dieser Diskussionsebene halten, dann kommt man sehr schnell dazu zu sagen, dass eigentlich doch irgendwie die Menschen, die Muslime sind, es irgendwie schwer haben, weil sie Muslime sind, egal welcher Strömung sie jetzt angehören, um das mal nicht fachlich zu sagen. Aber ich glaube, gemeint ist doch ganz was anderes. Wir haben, also Religion ist Privatsache. Das hat Ihr Kollege Herr Lindner gesagt, das finde ich richtig. Und die Probleme, die es gibt im Bereich der Integration, wenn man die über das Thema Islam definiert, dann gehen wir damit in die Irre. Die Probleme, die es gibt, wenn man nach Deutschland einwandert, sind vielfältig. Die können bei der Sprache anfangen, die können beim sozialen Hintergrund anfangen, die können beim Thema Bildung anfangen oder die können beim Scheitern auf dem Arbeitsmarkt dann noch lange nicht aufhören. Oder sie machen einen Neustart, wie eben schon formuliert wurde, eigentlich mit einem guten, qualifizierten Hintergrund auf unserem Arbeitsmarkt unmöglich. Das ist eigentlich die Debatte, die wir führen müssen. Und das andere Thema, sozusagen der politische Islam, wenn man das überhaupt so nennen darf, da habe ich meine Zweifel, aber Islamismus, also politischer Extremismus im Namen des Islam. Das ist dann tatsächlich manchmal ein innenpolitisches Thema, eins, was uns sozusagen unter der Überschrift Terrorismus Probleme macht. Aber wir selber müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass die differenzierte Diskussion, was macht die schwierige, manchmal schwierige Situation der Muslime und der Musliminnen in Deutschland eigentlich aus, selber sehr differenziert führen. Das finde ich das Wichtigste. Erstmal vielen Dank. Die Religion ist ein Teil.